Hallo Leute, heute schauen wir uns mal 10 dumme, aber für den einen oder anderen vielleicht auch genau richtige Produkte an. Viel Spaß damit! Platz 10. Man läuft durch die Wohnung und putzt dabei auch noch den Boden. Das wäre doch mal cool, oder? So eine Erfindung gibt es schon. Und zwar gibt es Schuhe, an denen ein kleiner Besen und eine kleine Schaufel angebracht sind. Mit diesen Schuhen kann man dann den Boden ganz einfach putzen und macht sich dabei nicht mal große Mühe. Nummer 9. Viele möchten später mal ein Kind haben. Und falls es soweit ist und die Frau schwanger ist, kaufen manche wohl ein Gerät namens Lullabelly. Dieses Gerät singt dem ungeborenen Kind Lieder vor und dadurch soll es angeblich dem Kind besser gehen und es soll später auch mal schlauer werden. Na, ob das stimmt? Nummer 8. Es gibt ein Ententelefon, das quakt, anstatt zu klingeln. Es sieht aus wie eine Ente und kann sonst eigentlich nichts Besonderes. Okay, vielleicht ist das was für Entenliebhaber, aber ich glaube auch die werden es sich zweimal überlegen, denn das Telefon kostet unglaubliche 160 Euro. Und auf Nummer 7, etwas für die Hardcore-Hipster, nämlich eine Schreibmaschine für das iPad. Man legt das iPad in eine Öffnung und schon kann man mit einer Schreibmaschine darauf tippen. Wer braucht das bitteschön? Und auf Platz 6, es gibt ein Gerät, das weiße Füße in braune Füße brutzelt wie ein Solarium. Es sieht so aus wie eine Putzmaschine für Schuhe, ist es allerdings nicht. Man stellt das Gerät für 1 bis 2 Wochen unter den Schreibtisch, legt seine Füße hinein und schon sind die Füße braun. Und die Top 5, dieses Gerät isst nicht euer Essen auf, es wärmt das Essen auch nicht oder macht es in irgendeiner Weise fertig. Nein, man soll sein Geld in eine Maschine stecken, die das Essen für eine Zeit lang hält. Richtig, diese Maschine kann nichts anderes außer euer Essen halten. Platz 4. Es gibt eine Maske, mit der man Fernsehen schauen kann, wann und wo man möchte. Die Maske ist allerdings sehr groß und auch noch ein bisschen zu lang. Und ganz ehrlich, sie sieht auch ein bisschen affig aus. Wenn man damit dann auf der Straße herumläuft, wird man sich wahrscheinlich blamieren. Aber gut, man kann halt Fernsehen gucken auf der Straße. Nummer 3. Diese Jacke ist ein Ersatz für euer Navigationssystem. Sie vibriert, in welche Richtung man gehen muss, wodurch man nicht mehr auf sein Handy in der Hand schauen muss. Sie kostet allerdings sehr viel Geld und naja, sie sieht jetzt auch nicht überragend aus. Weiter geht's. Platz 2. Du willst dir Schuhe kaufen? Dann kaufe dir vielleicht diese Schuhe. Oder doch nicht? Na gut, sie sehen vielleicht nicht besonders gut aus, aber sie können Luft aus der Sohle blasen. Was für ein Fortschritt für die Menschheit. Und auf Platz 1. Es gibt Weihnachtskugeln, die ein Gesicht haben, singen können und einen immerzu anlächeln. Die Kugel fängt jede 30 Minuten an zu singen und das auch in der Nacht. Ganz schön gruselig, wenn ich mir vorstelle, von einer Weihnachtskugel mitten in der Nacht geweckt zu werden, die auch noch so ein komisches Lächeln aufsetzt. Naja, vielleicht ist ja für den einen oder anderen von uns was dabei oder auch nicht. Aber wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst gerne einen Daumen da. Teilt das Video auch mit jemandem, den ihr vielleicht dadurch unterhalten könnt, wer weiß. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.